Aber. Naja, Rasputin, ha? Wie immer. Seeadler halt. Wenn du es so im Wasserbecken machen würdest, wie du es auf meiner Faust machst, da wär's perfekt. Unter den Wipfeln hoher Fichten erwachen die ersten Bewohner der Falknerei am Rennsteig. Für Juniorchefin Lisa beginnt der Tag mit dem Neuen in der Vogelfamilie. Rasputin! Du wartest schon, mein Guter. Der Neue? Ja, hallo! Ist ein Riesenseeadler. Guck, guck. Guten Morgen, Rasputin. Wie sieht's denn aus? Gut sieht's aus, okay. Guck, guck. Guck, guck, guck. Ja, fein. Hm? Willst du mit vor? Guck mal, hier ist deine Bürste. Riesenseeadler Rasputin hat eine Schwäche für Schrubberbürsten. Na, prima. Lecker Bürste. Das schmeckt. Eigentlich bevorzugen Seeadler Fisch. Ja, er hat ein paar Eigenheiten mitgebracht. Und zwar, wie man sieht, hat er mir die Bürste geklaut vom Saubermachen. Und da habe ich nicht drauf Acht gegeben. Und ich habe mich einmal rumgedreht. Und zack, hat der Rasputin sich die Bürste geklaut. Die will ich ihm jetzt aber auch nicht wegnehmen. Also das sind jetzt hier Naturmaterialien, das ist alles okay. Von mir aus kann er sie haben. Ja, er soll jetzt nicht den Eindruck bekommen, dass ich ihm was wegnehme. Dann haben wir da ein eher negatives Erlebnis, was unsere Beziehung prägen würde. Und das möchte ich nicht. Lisa hat eine Schwäche für Exzentriker. Also man sieht jetzt hier sehr schön, wie er die Bürste bearbeitet, wie so ein Seeadler vor allen Dingen mit seinem Schnabel arbeitet. Er beißt quasi rein und dreht raus. Ja, deswegen sollte man auch immer aufpassen, dass man vom Seeadler nicht gebissen wird, weil die das dann unter Umständen genauso machen, reinbeißen und rausdrehen. Da fehlt natürlich dann ein Stück. Natürlich soll Rasputin den Tag nicht nur mit Bürstengeknabber verbringen. Die Falknerin will mit dem Seeadler das Fischen trainieren. Wollen wir loslegen, mein Freund? Wollen wir loslegen? Einmal wiegen und einmal fliegen, bitte. Rasputin, was sagen Sie? Sehr gut. Rasputin ist an Menschen in der Falknerei gewöhnt. Das Fliegen vor Publikum klappt ohne Probleme. Nur mit dem Fischen sieht es bisher schlecht aus. Das will Lisa ändern. Rasputin, ha? Bist du ein kleiner Dicker? Nee, gell, bist du nicht. Schauen wir mal, wie es fliegen geht. Fliegen und fischen mit dem neuen Riesenseeadler. Bruder Elias wird Lisa dabei unterstützen. Was ist denn jetzt? Nicht, dass er gleich drauf will. Alle hoppa. Feiner, prima. Ganz toll. Ja, ja, ja. Wir gucken jetzt erstmal, wie er reagiert. Das Fischen haben wir noch nie probiert mit Rasputin. Deswegen bin ich auch mal gespannt, wie das jetzt, wie er das macht oder ob er es überhaupt macht. Einer beherrschte das Fischen aus dem Flug besonders eindrucksvoll. Unak, der inzwischen verstorbene Weißkopfseeadler. Ob Rasputin das auch so hinbekommt? Falknerin Alexandra, Elias Ehefrau, hat neben der Liebe zu Greifvögeln eine Leidenschaft für Handarbeit mit Leder entwickelt. Gerade arbeitet sie an neuen Geschirrriemen für einen Habicht. Das habe ich mir von meinem Papa abgeguckt. Der hat früher hier, wir hatten ja früher Pferde und Ponys, und da hat er immer die Pferdegeschirre selbst genäht. Und da habe ich immer als Mädchen daneben gesessen und habe immer dazu geguckt, wie der das gemacht hat. Und der hat das auch alles mit der Hand genäht.
Auch in der Falknerei werden traditionell Utensilien aus Leder eingesetzt. Das Federspiel, eine Beuteattrappe, mit der Falkner und Vogel den Jagdflug trainieren. Und das Geschü, Lederriemen, mit denen der Vogel auf der Faust gesichert wird. Wenn das jetzt ein Vogel ist, der zugänglich ist, sage ich mal, dann messe ich das ab. Da habe ich hier so ein schönes Maßband. Genau hier. Wenn du da so einen zugänglichen Vogel hast, das habe ich aus der Altenpflege noch, wenn man den alten Herrschaften auch manchmal was vermessen muss am Bein oder so, wenn sie Wassereinlagerungen haben, und da kann man das immer so schön einhaken. Und das ist auch schön beim Vogel, da legst du ihn das einfach nur so drum, und das kannst du beim Machen, beim Reintragen, legst du ihn dir schnell drum und kannst genau ablesen, was der Umfang von dem Ständer ist, und dann kannst du es richtig Maß anfertigen. Man nimmt da eigentlich so Känguruleder oder Rindsleder. Also auf jeden Fall muss es weiches Leder sein. So starres Leder, das ist dann auch, da können dann Druckstellen entstehen am Anfang. Und da gucke ich halt auch manchmal einfach hier, ja, bei so alten Möbelgeschäften oder so, ob die so eine, sind so Musterstücken. Ja, der eine Möbelladen, der hat mir mal so eine ganze Kiste, der hat mich so gefreut, dass ich so eine riesen Kiste einfach geschenkt bekomme. Hier kannst du hier schön was für die Vögel nähen. Ja, Hob. Müssen wir erstmal zu Oma. Na, du Öhmchen. Öhmchen ist 17 Jahre alt. Die betagte Habichtsdame bekommt heute ein neues Geschü. Für Alexandra aufregender als für Öhmchen. Denn die Falknerin will Schwiegervater Ralf von ihrer Maßanfertigung überzeugen. Ja, da probier's mal, ob es sich duldet. Versuch's mal durchzuschneiden. Ist scharf genug die Schere? Ne? Ja, gut. So. Na, prima. Jetzt muss der Senior Falkner nur noch die neuen Lederriemen falknerisch für gut befinden. Riesenseeadler Rasputin vor seinem ersten Fischfang. Ja, probieren wir mal. Probieren wir es mal. Ob er fischt. Naja, erstmal gucken, wie er fliegt, oder? Ja, erstmal machen wir Faust und dann. Erstmal gucken, ob er schon kräftig genug, ja, ist. Ja. Weil ich will halt, wie gesagt, nicht, dass er reinplumpst. Ich meine, gut, manchmal ist es so, manche fischen so. Aber ich hätte es gern im Fliegen, Rasputin. Wünschen kann man sich als Falknerin viel. Rasputinchen, du willst schon, gell? 15 Jahre Arbeiten und Leben mit Greifvögeln und Eulen haben Lisa gelehrt, am Ende werden sie und Elias damit leben müssen, was der Vogel will. Der Testflug ohne den Zwischenstopp am Wasserbecken klappt wie zu erwarten 1A. Hoppa, hoppa, hoppa! Fliegen kann jeder Vogel. Was Lisa als nächstes sehen will, ist das Fischen. Man hat ja gesehen, der landet nicht. Bei einem langen Anflug landet er nicht auf der Faust, sondern er kämmt, sagt der Falkner. Das heißt, er kämmt drüber. Landet erst auf dem Boden, kommt dann zur Faust. Das ist ja wie das Fischen eigentlich. Der fischt mit Sicherheit! Jetzt deponiert Elias Beute im Wasserbecken. Wenn es gut läuft, wird der Seeadler die im Flug rausfischen. Ah, schade! Rasputin hat andere Pläne. Vielleicht habe ich es zu spät geworfen, aber es ist ja erst mal ein Antasten jetzt. Ans Wasser gehe als Seeadler. Was ist denn? Es wurde zu tief, das Becken, Rasputin, ha? Ach Mann. Noch mal probieren? Geduld ist die Tugend der Falkner. Na ja, Rasputin, wie immer. Seeadler halt. Wenn du es so im Wasserbecken machen würdest, wie du es auf meiner Faust machst, da wäre es perfekt. Kannst noch mal, Elias? Und stell dich an die Seite, ja?
Nicht dahinter stehen bleiben. Auf die Faust, ja. Hey. Es läuft leider nicht wie erhofft. Ja, also das ist passiert, was bei Maggie schon gewesen ist, dass er sich also neben das Becken absetzt und reinwatschelt wie so eine Ente. Das ist nicht das, was ich zeigen will. Ist zwar auch lustig, ja. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass die Riesenseeadler auch gerne mal wartend ihre Fische fangen. Aber ja, ich hätte erwartet, dass er wirklich fischt, weil er macht es ja auf meiner Faust auch. Aber irgendwie hat er ein bisschen Wasserscheuer, wie es aussieht. Vielleicht würde es besser klappen, wenn die Beute eine Bürste wäre. Greifvögel und Eulen sind seit Jahren konstante Begleiter im Leben der Schubachs. Die Grundlage der Zusammenarbeit mit den Tieren sind Respekt und Achtsamkeit. Der Falkner bildet den Vogel nur aus. Der Vogel ist dann erfolgreich. Vögel zu irgendwas zwingen, das bringt überhaupt gar nichts. Der Falkner muss die Fähigkeit besitzen, mit dem Vogel sehr sorgsam umzugehen. Der Vogel zeigt uns den Weg. Manche Vögel kommen noch jung in die Falknerei und wachsen unter der behutsamen Pflege der Schubachs auf. Andere sind sogar schon älter als das Familienunternehmen selbst, das in diesem Jahr sein 15. Jubiläum feiert. Maggie! Maggie, die Grande Dame der Falknerei, ist ganze 19 Jahre alt. Schnecken-Maggie! Ja, prima! Na, wie geht's? Oh, wie geht's? Bist du eine Feine? Soll ich mal reinkommen zu dir? Hm? Jo, Feine! Die Feine ist ein Seeadler. Eine imposante, stimmgewaltige Erscheinung. Ja, Maggie, meine Feine. Hast du gut geschlafen? Hast du fein geschlafen? Meine Schöne. Komm mal her. Hm? Lass mich mal setzen. Zu dir. Hm? Du Feine. Ja. Meine Gute. Du bist eine Gute, gell? Das Verhältnis zwischen Maggie und mir ist in den letzten Jahren etwas enger geworden. Dadurch, dass mein Vater nicht mehr so viel mit ihr arbeitet, weil er sich eher zur Ruhe gesetzt hat, bin ich jetzt die Bezugsperson zu Maggie. Also sie sucht sich ihre Falkner schon aus, sie kommt nicht mit jedem zurecht oder möchte nicht mit jedem arbeiten, sagen wir es so. Und da fühle ich mich sehr geehrt, dass ich da die Auserwählte bin und jetzt ja, für Maggie mehr oder weniger fast wie ein Partner geworden bin. Maggie ist in der Flugshow nicht mehr zu sehen, weil wir entschlossen haben, dass sie sich zur Ruhe setzen darf. Wir fliegen sie hier, wenn kein Publikumsverkehr ist und manchmal nimmt sie sich da auch einen längeren Ausflug. Also es kann mal sein, dass sie frühs losfliegt und abends dann wieder hier ist. Das ist eben das Schöne an so einem alteingesessenen Vogel. Der hat diesen Ort hier als sein Zuhause akzeptiert und da kehrt er immer wieder hin zurück. Und weil es einfach etwas länger dauert, was Maggie sich in Ausflug nimmt, haben wir jetzt entschlossen, Maggie darf sich ein bisschen zur Ruhe setzen. Das heißt also, wie gesagt, nicht, dass sie nicht mehr fliegen darf, sondern vor Publikum nicht mehr, weil sie sich also immer einen längeren Ausflug nimmt und das für die Flugshow nicht ganz so zuträglich ist. Deswegen haben wir entschlossen, dass jetzt die Jungen, also sprich Mr. Johns, an der Reihe sind, die dann vor Publikum fliegen. Mr. Johns, ein ganz junger Weißkopfseeadler. Gerade ein Jahr alt, noch ohne weißen Kopf. Der bildet sich erst im Laufe der nächsten Jahre. Mr. Johns steht ganz am Anfang seiner Zusammenarbeit mit Falknerin Lisa. So, machen wir am besten hier drüben auf dem Block. Geduld und Einfallsreichtum sind das Zaubermittel für die heutige Trainingseinheit. Denn Mr. Johns ist besonders schreckhaft. Ich baue
baue ich hier die Waage auf, hier draußen, für den Mr. Johns, um ihn zu wiegen. Weil momentan hat er noch ein kleines Problem mit der Tür. Das ist generell so Torbögen, da wo es eng wird, durch Türen durch, in enge Räume rein. Das Vertrauen, das Maggie Lisa entgegenbringt, wird sich die Falknerin bei Mr. Johns erst erarbeiten müssen. Johnsy, wie geht's heute? Wie geht's? Komm, Hoppy. Komm, Hoppy. So ist fein. Und hoppa. Ganz fein. Ne Friss. Genau. So, pass auf. Los geht's. Ei. Komm, ist Goodie. Der Vogel springt ab von der Faust, weil er das natürlich noch nicht so gewohnt ist. Ne? Wir befinden uns ja noch in dem Abtrageprozess, in dem Kennenlernprozess. Das heißt, der muss den Falkner kennenlernen, der muss lernen, auf der Faust sich wohlzufühlen. So, komm, wir wollen noch mal gucken, wie viel du wiegst. Mehr wollen wir nicht machen. Wir wollen nur mal gucken, wie viel du wiegst. In der Zwischenzeit wechselt Lisas Schwägerin Alexandra die Geschirrriemen bei Habichtsdame Omi. Versuch mal ziehen. Genau. Ach, die ist doch unsere Omi. Ist eine Liebe, ja? So eine dunklen Augen habe ich bei Habicht auch noch lange nicht gesehen. Das ist schon ein paar Jahrchen her, du, wo ich so alten Habicht gesehen habe. Nur rubinrot. Na. Mit ihren 17 Jahren kann Omi nichts so leicht aus der Ruhe bringen. Na prima. Und das war schon gar nicht mehr bequem. Zeig mal. Nicht geschlitzt. Oh. Und hier die Öse hat sich so aufgebogen. Ne, die waren nicht so gut gemacht, die Dinger. So, leg's langsam. Ach, die ist aber geduldig, ja? Also ja. Alte Mädchen. Die Vögel werden ja so gut wie jeden Tag geboren. Und es ist immer die Aufgabe des Falkners, die Geschirrriemen zu kontrollieren. Ja, also die müssen kontrolliert werden. Und da stelle ich ja immer fest, wenn es jetzt mal 3 Tage geregnet hat, ist natürlich klar, dass die etwas härter werden. Dann muss ich, wie hier, jetzt sie steht auf der Waage, werden die Geschirrriemen gleichzeitig gefettet. Nochmal, ja. Und wenn das eben nicht mehr richtig weich wird, dann müssen sie eben ab, müssen sie neu gemacht werden. Die neuen Lederriemen sind diesmal von Alexandra selbst maßgefertigt. Na, komm mal her. Ring hoch, genau. Du bist ja eine Gute. Na? Die guckt ja nicht hin, das interessiert die ja nicht. Na, komplett trockener Vogel. Also alter Habicht, ja, der kennt alles. So, nächsten ab. So, gucken wir gleich mal, ob das alles schön in Ordnung noch, ja. Nein. Das bleibt immer schön, wenn man die immer regelmäßig fettet, hier die. Ja, da fettet man gleich und die Haut mit. Ne, da fettest du auch gleich die Haut ein bisschen mit, das ist, ja. Sie hat jetzt ein paar neue, die sind jetzt hier nochmal gepolstert hier oben und eingeschlitzt. Und dadurch ist das noch bequemer. Ja, sie sitzen schön locker, einwandfrei. Also, da ich überhaupt ja nichts zu meckern. So, hast du Küken? Dankeschön. Hast du Küken? Ein Stückchen habe ich noch, ja. Ja, lass übertreten und dann war's das. Ein Lob von Schwiegervater Ralf. Das geht runter wie Öl. Die Baukünste von meiner Schwiegertochter, der Schirim, einwandfrei. Die sind nicht gerade billig auf dem Markt, ja, wenn man sie kauft. Und da bin ich eigentlich sehr zufrieden damit. Ja. Das ist genau nichts anderes als wie die gekauften, bloß die sind eben selber hergestellt und tipptopp. Ich sage mal tipptopp. Ja. Hast schöne Schuhe an. Deine Omi. Seniorchefin Hertha macht sich Sorgen um Bubu.
Der sibirische Uhu will seit Tagen nicht richtig fressen. Irgendwas stimmt mit dem Tier nicht. Hm? Da kann man runter, gell? Ah, Bubu. Uhu, Bubu. 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 Hä? Hey. Sonst begrüßt der Uhu Hertha immer sofort, kommt zu ihr geflogen. Heute rührt er sich nicht vom Fleck. Sag mal, das sieht ja nicht so gut aus. Das gefällt mir gar nicht mit dir. Bubu ist sehr apathisch heute. Gefällt mir gar nicht. Vor 2 Tagen hat sie was erbrochen. Auch kein gutes Zeichen. Von daher müssen wir schauen. Der sibirische Uhu ist seit Jahren Publikumsliebling in der Flugshow. Die Schubachs haben eine enge Verbindung zu der 14-jährigen Eule. Wenn es Bubu schlecht geht, geht es auch Hertha nicht gut. Komm her, komm. Ja. Komm mal her. Komm, hier, frisches Wasser. Hopp. Ich würde ihr jetzt ein bisschen Futter anbieten, stündlich vielleicht so, ne, dass man sieht, ist sie denn gewillt, überhaupt was aufzunehmen. Ne? Wenn sie keine Nahrung aufnimmt, ist ein Zeichen für uns, dass mit der Verdauung irgendwas nicht stimmt. Dann müssen wir unbedingt das mal richtig abklären lassen, dass sie eventuell geröntgt wird oder wie auch immer. Wenn sich Bubus Zustand nicht bald bessert, muss Hertha mit dem Uhu zur Tierärztin. Seeadler Mr. Johns auf dem Weg zur Freiluftwaage. Guck mal, was ich da mache. Guck mal, was ich da mache. Hm? Johnsy, ist so gut. Brauchst dich nicht so aufregen. Alles gut. Wir gehen nur auf die Waage, mehr machen wir heute nicht. Für den schreckhaften jungen Vogel hat Lisa die Waage extra draußen aufgebaut. Guck mal. Mr. Johns traut sich noch nicht in die Hütte. Alles Neue macht ihm Angst. Du bist ein Vogel, wirklich. Komm mal hier, guck mal hier. Oho! Johnsy steht auf der Waage. Aha. Guck mal, das hast du doch toll gemacht. Du bist fix und fertig nun. Ha? Meine Güte. Und, ist es jetzt schlimm, wenn man sich da draufstellen muss? Oder was sagst du? Geht, oder? Johns, guck erst mal, wo du bist. Komm mal, guck mal. Ei, fein. Da hat er einfach ein bisschen Angst gehabt. Das ist so, bei jungen Seeadlern vor allen Dingen, das sind so groß und mächtig, wie sie erscheinen, die Seeadler, sage ich immer, ganz klein mit Hut sind sie. Also wenn der Greifhalm nach rechts und statt nach links steht, dann geradeaus durchmarschiert, aus Angst weggeflogen, gell, was man immer nicht glauben will. Aber es ist eben wirklich ein Prozess, einen Vogel an das Wiegen zu gewöhnen. Das klappt nicht von Anfang an. Na komm. Oi, 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 oi. Ist doch alles gut, Johnsy. Hm? Für heute reicht's mit dem Training. Zurück in die eigene Hütte. Im Schneckentempo. Ob Maggie früher auch so ein Angsthase war? Und nächstes Mal in der Falknerei am Rennsteig. Jetzt hat sie 2520. Das ist Alarm. Hörst du? Na, au, nicht so dolle. Nicht ganz so dolle, Johns. Na, heute ist er etwas zugänglicher, finde ich. Uff, so. Das hier.